Servus und grüß dich zu einem neuen Tag des Euer Konstantin und Feine Werkzeuge Adventskalenders. Wir schauen gemeinsam Tag 9. Tag 9 schon. Wahnsinn. Tag 9, wie die Zeit vergeht. Ja, wir schauen rein in den Kalender und lassen uns überraschen, was uns heute so erwartet. Nummer 9. Warte. 9 hatte ich. Ich hab's mir gemerkt. Die war hier, weil ich vor 2 Tagen noch geschrieben habe. Mit irgendwas, das kann man sich doch merken. Ich dachte mir, sie war hier. Ah, hier, da oben hängt's. Wieder mit meinen speziellen Nippelzwicker-Klammern. Also, da hängt's, das geht. Die kann man aushalten. Also, das ist was, das tut nicht so weh. Obligatorisch hören wir wie jeden Tag rein und versuchen zu erahnen, also ich, was drin ist. Ihr dürft natürlich mitraten, dürft natürlich gerne in den Kommentaren schon mal tippen, was ihr jetzt glaubt zu hören. Wenn ich es nicht besser wüsste, weil ja schon gespoilert wurde von den Leuten, die es anders ausgepackt haben, nicht falsch, sondern anders würde ich sagen, würde ich behaupten, es ist was zum Naschen. Es hält sich einfach auf. Irgendwie so ein Duplo, die wahrscheinlich längste Praline der Welt ist da drin. Wenn nicht, schauen wir rein, was es sonst ist, wenn es nicht die längste Praline der Welt ist. Als erstes reißen wir mal wieder auf. So. Dann mal glauben. Die 9. Die 9. So, und jetzt schütten wir raus. Komm schon raus, du längste Praline der Welt. Was verbirgst du? Und oh. Nee, ist es nicht. Ist nicht die Praline, sondern... Aha, oh ja, sehr fein. Für alle, die sich fragen, was das ist ein kleines Lineal. Damit könnt ihr so manche Sachen messen, die ungefähr so groß sind. Die manche Sachen sind so groß, oder so groß sind, was könnt ihr damit messen? Prinzipiell könnt ihr es natürlich schon machen, aber ich will es dafür verwenden, für was es gedacht ist. Also wirklich ein gut ablesbares Lineal und zwar mit Anschlag. Und das ist wirklich von vorne, ich zeig's euch am Nussbaum gleich mal. Du kannst hier dein Maß einstellen, es fixiert sich dann oben hier am Lineal selbst, richtet sich aus und du kannst hier es gleich als Lineal und auch von mir zum Anreißen verwenden. Sehr nützlich und du musst es nicht verwenden, du kannst es einfach abmachen, kannst es so als feines Lineal nutzen. Und wenn nicht, mit Anschlag einfach ranschieben, festschrauben, perfekt. Ich zeige euch, was ich meine. Also wir nehmen hier unseren Nussbaum und jetzt sagen wir mal zum Beispiel, weil das knapp 40er Kantenholzl, du willst es da jetzt erst einmal abschneiden. Das, was drin ist, das ist 50er, das stellen wir jetzt einfach auf 60 und dann hast du ein bisschen mehr Überstand, also ist ja wurscht wie, dann kannst du das so als Anschlag nehmen und hier schon mal eine gerade Linie ziehen. Das heißt, hier nimmst du den Anschlag und kannst du hier jetzt zum ersten Anschnitt, seht ihr, so, und dann kann ich an dieser Linie natürlich rangehen und kann sagen, ja hier, bitte. Und jetzt habe ich hier meinen rechten Winkel und kann das sauber zersägen und habe eine gerade Kante. So viel dazu. Und dann kann ich natürlich hier einmal tief einschlagen und kann natürlich auch Sachen ausklinken. Das ist ja okay, ich schneide hier raus oder ich schneide hier raus. Also das ist doch wirklich praktisch. In der Kombination jetzt mit Stift, versteht ihr jetzt schon, warum Mitmachkalender, das baut alles miteinander aufeinander auf. Man braucht zum Schluss alles, um alles zu nutzen können und danach kann man es natürlich für alles weitere auch nutzen. Mehr gibt's ja nicht, ich finde das Lineal ziemlich praktisch, ziemlich einfach, aber sehr effizient. Von dem her sage ich, was sei denn von dem her? Von dem her gibt's nichts. Also dem hier ist schon wieder schmal. Dem hier, so ein Wort, das ich mal abtrainieren muss. In diesem Sinne, ich sage Servus, wir sehen Sie morgen, habe Dere.